Nein, nein, jetzt bleiben wir mal dabei. Warum hat er sofort geschossen und hat einen Polizisten getötet? Das ist die Tatsache. Ich finde, ich glaube, da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Nein, ich will es gerne beantworten. Er hat geschossen. Das ist zu verurteilen. Ich bin da total empört darüber. Und wenn Sie mit Rockern reden, auch mit Hells Angels, sind die ebenso empört darüber, dass er geschossen hat. Das war unverantwortlich. Nur hat dieser Mann nicht eine Sekunde gewusst, dass es sich um einen Polizisten handelt. Er hatte Warnungen gehabt, dass Bandidos auf ihn losgehen wollten. Seine Frau hat ihn morgens um 6 geweckt und hat gesagt, da ist jemand bei uns an der Haustür. Dann haben sie mehrfach gerufen, wer ist da vor der Tür? Und dann passierte nichts, dann gab es keine Antwort. Man hätte den Konflikt ja lösen können, indem man gesagt hätte, hier steht die Polizei. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Also dann hätte er wahrscheinlich die Tür aufgemacht und hätte gesagt, kommen Sie rein. Also es ist dann auch der Rockermord, den wir letztes Jahr im August hatten. Ich darf da einfach mal reingehen. Also auch der Mord. Ich glaube, dass wir das aber jetzt nicht, wer wann die Tür aufgemacht hat und durch die Tür geschossen. Ich wollte jetzt nur sagen, das war eine Situation. Wollen wir das Thema ändern? Nee, wir reden schon über, wir sind ja bei der Gewalt. Ich meine, es ist ganz schwer, das zu sagen, weil man immer gleich in den Verdacht kommt, man würde jetzt sowas verteidigen wollen. Aber man muss auch ein bisschen gucken, was der Hintergrund einer solchen Sache ist. Und wenn dann behauptet wird, er wollte sich einer Festnahme entziehen, es sollte gar keine Festnahme stattfinden, und er hat absichtlich auf einen Polizisten geschossen, dann stimmt das einfach so nicht. Nein, und das muss man in diesem Zusammenhang sagen. Es geht um die Gefährlichkeit und es ging darum, dass jemand zu Hause eine Waffe hat und schießt. Aber ich würde ganz gerne mit den Opfern, wir haben Sie ja eingeladen, weil Sie alle eine Geschichte mitbringen. Und Herr Berg, Sie saßen im Gefängnis wegen Körperverletzung. Sie haben der Gewalt dann abgeschworen, haben Gewaltprävention gemacht mit Jugendlichen. Jetzt habe ich gelesen, dass Sie... Ich habe der Gewalt nicht abgeschworen, weil Gewalt ist natürlich ein Teil von uns Menschen, nicht? Gut, aber Sie gehen mit Gewalt jetzt anders um, nämlich dass Sie nicht mehr einsetzen. Ja. Gut, okay, und das bringen Sie auch Jugendlichen bei. Jetzt waren Sie mit einer Klasse auf einem Grillfest der Hells Angels. Nein. Waren Sie nicht? Nein, ich habe mit einer Schulklasse, die ich vorher in einem eigenen Projekt über mehrere Wochen betreut habe, die haben mich dann gebeten, ob ich hier in Berlin mit ihnen einen Wandertag organisieren kann. Wir waren im LKA, haben dort Europas größte Funkzentrale besucht, ist das richtig? Dann waren wir in der polizeihistorischen Sammlung und dann haben wir mit einem Präventionsbeamten eine Rundreise gemacht durch Neukölln und Kreuzberg an den Brennpunkten. Und dann habe ich den Tag nicht bei einem Grillfest der Hells Angels, sondern die Hells Angels haben für die Schulklasse nachmittags gegrillt. Weil ich denke, es gehört zur Objektivität, dass beide Seiten besucht werden können. Und da waren wir dann mit 40 Jugendlichen. Aber Sie haben die zusammengebracht? Natürlich. Das Interessante daran war natürlich, dass die Jugendlichen hinterher der Meinung waren, sind nur alte Herren mit Motorrädern, und dass das LKA mich dann noch einen Tag später angerufen hat, ziemlich rüderweise, dass ich jetzt 40 Jugendliche ins Rotlichtmilieu gedrängt habe, dass die sich hinterher bei der Schulleiterin in Wittenberg gemeldet hat, sie kommen jetzt runter, um die Sache aufzuklären. Wobei die Schulleiterin dann gesagt hat, sie können sich den Besuch sparen, so wie sie sich hier benehmen, brauchen sie das gar nicht erst aufzusuchen. Das war zum Beispiel, dass ich bin... war kurz vor einem Gespräch mit Herrn Glitsch wegen Zusammenarbeit. Sie haben ja auch am Tempelhofer Damm da im Altbau, ist auch die Präventionsabteilung drin. Die wollten auch mit mir zusammenarbeiten. Und dann hat man natürlich gesagt, wer so etwas macht, das können wir uns politisch nicht erlauben in der Öffentlichkeit. Und man hat mich dann von der Zusammenarbeit und vom Besuch beim Polizeipräsidenten auch ausgeladen. Lassen wir die Polizei mal raus. Wie haben denn die Eltern reagiert, Herr Berg, dieser Schüler? Die sind vorher befragt worden, genau wie die Schulleiterin und die Klassenlehrerin. Und die haben alle gesagt, oh super, die haben gesagt, Hells Angels grillen, kein Problem. Warum negativieren Sie das so mit Ihrer Handbewegung und Ihrer Sprache? Die Eltern haben gesagt, ist in Ordnung, wenn die Schulleiterin mitfährt, gerne, können die Kinder sich mal angucken. Also was ist, da müssen wir doch mal Herrn Petke noch mal fragen, was ist an den Rockern dann so Schlimmes, wenn wir sehen, dass in Berlin in den letzten 10 Jahren das von 100 Mitgliedern auf 800 angestiegen ist? Zunächst mal, die Diskussion, finde ich, läuft in der falschen Bahn. Die wollen uns ja etwas vormachen. Die Folklore, die Freiheit, Easy Rider ist ja auch der Titel. Hat kein Mensch gesagt. Titel der Sendung. Das war Ihr Stichwort für ein Blödsinn hier. Das ist der Titel der Sendung. Und insofern, und es gibt natürlich Leute, die auf sowas durchaus reinfallen, die dann glauben, wenn sie da offene Türen vorfinden, wenn sie da empfangen werden und wenn man dann ihm was vorstellt nach dem Motto, wir trinken doch nur Bier und essen ein Steak und fahren nach Harley, dann ist das schon alles in Ordnung. Die Polizei hat ja gerade geschildert, 325 Jahre Haft, das kriegt man ja in Deutschland nicht wegen Ladendiebstahl. Da muss schon etwas dahinter sein und dahinter ist, und das ist dann eben so, Prostitution, Waffenhandel, dahinter ist Drogenkriminalität und das Ganze nicht nur auf Berlin und Brandenburg bezogen, sondern im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus. Und
Ich glaube, wir haben weder in Berlin noch in Brandenburg freie Kapazitäten bei der Polizei, dass wir uns jetzt mal im Freizeitbereich mit der Rockerkriminalität beschäftigen. Hier ist ein sehr robustes Auftreten notwendig, deswegen der Wasserwerfer. Aber es ist schon so, der eine oder andere fällt drauf rein. Und das wirklich Gefährliche ist ja, dass uns etwas vorgespielt wird. Da geht es nur um die Freiheit. Nein, de facto wird unser Rechtsstaat nicht akzeptiert. Und wenn das Ganze dann aus dem Ruder läuft, dann bekriegt man sich. Und man bekriegt sich nicht mit Argumenten, wie das in der zivilisierten Welt so üblich ist, sondern man geht dann mit Waffen auseinander los. Also Sie haben es gerade, bekriegen ist ja ein gutes Stichwort. Es gibt ja die Hells Angels. Da schließt man Frieden. Es gibt die Hells Angels und die Bandidos, die sind relativ lange verfeindet gewesen. Und dann gab es jetzt im Frühjahr ein Treffen in einer schicken Anwaltskanzlei in Hannover. Und ab da sollte alles wieder richtig schön werden. Großes Kino gab es am Pfingstmontag dieses Jahres in einer Anwaltskanzlei in Hannover. Der mächtigste Hells Angel Deutschlands, Frank Hanebuth, und der Bandido-Statthalter Peter Matscholek führten öffentlichkeitswirksam das Stück Kuschelrocker auf. Dem vorausgegangen war ein jahrelanger Krieg zwischen den verfeindeten Clubs, der besonders häufig in Berlin und Brandenburg ausgetragen wurde. Die Razzia erfolgte im Zuge der Ermittlungen zu den Schüssen auf einen Bauunternehmer aus Zehlendorf. Diese Banden sind tief im kriminellen Milieu. Waffen, Drogenhandel, Rotlichtszene, das ganze Arsenal. Sicherheitsexperten schätzen die Lage als brisant ein und befürchten sogar, dass auch unbeteiligte Bürger Opfer werden könnten. August 2009. Ein 33-Jähriger wird in Berlin-Hohenschönhausen erschossen. Wahrscheinlich ein Racheakt, weil der Mann die Seiten gewechselt hatte. März 2010. In Berlin stürmen Bandidos eine Kneipe der Hells Angels. Vier Männer werden zum Teil schwer verletzt. Februar 2008 in Cottbus. Eine Gruppe Hells Angels überfällt in der Innenstadt ein Bandidos-Mitglied. Der Mann schießt, ein Hells Angel wird schwer verletzt. Das drückt sich auch in der Kriminalstatistik aus. So werden in Brandenburg für 2009 186 Straftaten dem Rockermilieu zugerechnet. Und in Berlin gab es in den vergangenen 5 Jahren 800 Strafverfahren gegen Rocker, die zu insgesamt 325 Jahren Haft verurteilt wurden. Herr Berg, ich würde ganz gerne noch mal zu dem... Erstmal zum Friedensschluss, dann können wir über die Zahlen sprechen. Sie inszenieren ja auch Theaterstücke. Dieser Friedensschluss der Hells Angels und der Bandidos. War das eine gelungene Inszenierung Ihrer Meinung nach? Nein, also die Gespräche liefen schon seit 3 Jahren. In dieser Richtung. Und ich glaube, so lange bereitet kein Mensch ein Theaterstück vor. Nicht? Das kann sich keiner erlauben, es sei denn, er ist subventioniert. Haben Sie das genauso erlebt, Herr Kruse? Sie haben das begleitet. Ja, ich habe es über Monate gesehen. Also es war so, meine Idee war, ich mache mal ein Interview mit denen. Und habe versucht, 2 Bandidos und 2 Hells Angels an einen Tisch zu bekommen, um mal so mit denen darüber zu reden, warum sie eigentlich diesen Krieg gegeneinander führen. Und das war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht möglich, weil die sagten, nee, das geht nicht. Aber man merkte doch auf beiden Seiten, dass es ein großes Interesse daran gab, diese ganzen Konflikte zu vermeiden. Und weil es gibt ja viele dieser Rocker, die nie damit einverstanden waren, die das unmöglich fanden, dass es diesen Krieg gab, vor allen Dingen unter den Älteren. Dieser Krieg hatte sich vor allen Dingen hier in Berlin sehr zugespitzt, muss man dazu sagen. Warum sind die eigentlich so verfeindet? Es geht um Geld. Nein, das ist nur ein Quatsch, das erzählen Sie immer und belegen es nie. Das ist ein völliger Quatsch. Das ist ein Teil Ihrer Propaganda. Das stimmt nicht. Diese Auseinandersetzung läuft seit ewigen Zeiten zwischen denen. Das ist aus Dänemark hier damals rübergeschwappt. Und das ist nicht der Grund. Es gab jedenfalls auf beiden Seiten Leute, die total interessiert daran waren, das zu lösen. Und deswegen habe ich auch gemerkt, wie die sich immer langsam angenähert haben. Dann gab es die Vorgespräche, dann musste das geklärt werden. Und es war keine schnelle Inszenierung, denn die Leute mussten ja über ihren Schatten springen, denn es waren ja schwere Taten passiert. Es hat ja Tote gegeben vorher. Das heißt, und die Toten, die gehörten jeweils zu einem dieser beiden Clubs, das waren ihre Brüder. Da dann die Bereitschaft zu zeigen, zu sagen, ja, wir gehen darüber hinweg, das war eine ganz große... Ich finde, das war eine große Einsicht. Und ich finde es dann auch unmöglich, wenn das gleich mit Häme übergossen wird. Statt zu sagen, wir sind froh darüber, dass der Krieg vorbei ist. Wir freuen uns, dass es keine Verletzten mehr gibt. Es hat hier so viele Verletzte auf den Straßen gegeben. Die Leute sind mit Machete. Statt zu sagen, wir sind froh, wenn das vorbei ist, wird gesagt, ja, ja, jetzt haben sie sich verbündet und eine Inszenierung gemacht, um neue Straftaten zu begehen. Herr Kruse, dann geben wir das direkt weiter an Frau Rudert. Sind Sie froh? Gibt es jetzt weniger oder sogar gar keine Gewalt mehr unter Rockern?
Es gibt immer noch Gewalt unter Rockern. Jetzt werden Stellvertreter-Auseinandersetzungen geführt mit anderen. Also die Hells Angels und die Banditos sind ja nur zwei maßgebliche Rockerclubs von den relevanten. Wir haben ja auch noch andere Rockerclubs wie den MC Gremium, wie die Outlaws. Und jetzt werden dort halt die Auseinandersetzungen geführt, weil man sich ja gegenseitig ein Jahr Frieden vereinbart hat. Ich möchte dazu kurz ein Wort noch sagen. Interessant ist, dass die Friedensvereinbarung, die sogenannte Friedensvereinbarung, unmittelbar nach den Verboten in Schleswig-Holstein kam. Da wurden nämlich zwei Rockerclubs da verboten. Es wurden im Herbst zuvor ein anderer Rockerclub in Brandenburg verboten. Und es stand in Rede, unmittelbar zwei Wochen vor der Innenministerkonferenz, plötzlich kommt ein Friedensschluss. Wie Wunder, da nachdem man vorher da noch nicht mal ein halbes Jahr Frieden halten konnte. Also ich denke mal, hier liegen bestimmte Verdachtsmomente sehr, sehr nah. Und es ist offen in der Szene bekannt gewesen, man musste Frieden geben, weil die Polizei ihnen zu sehr auf den Füßen stand. Interessant ist übrigens hier auch und auf den Füßen stand im Rahmen ihrer kriminellen Geschäfte. Das heißt, wir waren an ihnen dran gewesen, wenn sie ihre Rauschgiftgeschäfte getätigt haben. Und die kann man nicht mehr ungestört tätigen, wenn die Polizei permanent Kontrollen dort macht aufgrund ihrer gewalttätigen Auseinandersetzung. Also in diesem Sinne kam die Friedensvereinbarung genau zur richtigen Zeit, um wieder sich zu positionieren und gegebenenfalls den Innenministern eine Verbotsverfügung zuvorzukommen. Wir sind ja die Friedlichen, wir sind die Guten. Die Auseinandersetzungen gehen weiter, zwar nicht mehr unmittelbar zwischen den Bandidos und den Hells Angels, aber natürlich in den unteren Bereichen gehen sie weiter. Und es ist darüber hinaus seit dem Friedensschluss zu bemerken, ein letzter Satz dazu noch, dass wir eine zahlenmäßig unheimliche Rekrutierung von Neumitgliedern haben. Und das macht man mit Sicherheit nicht, weil es alles so schön ist. Hier wird fast jeder in diese Clubs zurzeit reingenommen. Sie verstärken sich in einem Tempo, was wir in den letzten Jahren so nicht hatten. Herr Berg, der Friedensschluss nur um Ruhe vor der Polizei zu haben, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse? Also erstmal, das stimmt so nicht. Das ist, wie gesagt, eine lange Planung gewesen. Dann möchte ich bloß noch mal antworten, weil, also was Sie sagten, da fallen Leute drauf rein, auf das Treffen und hier wird gerne getrunken, aber das ist nichts anderes, wie wir alle vier Jahre auf die Wahl und ihren Versprechungen reinfallen, will ich nur mal dazu sagen. Verbote stoppen sowieso keine Kriminalität. Was ich ausdrücklich sagen will, dass die MCs nicht zu verwechseln sind mit den Ringvereinen, die wir in den 20er Jahren hier hatten. Und was ist überhaupt Rockerkriminalität? Prostitution, Drogen, Waffenhandel, das gab es schon immer. Das war schon immer von starken Jungs und Outsidern besetzt. Das muss man ja auch mal so sehen. Ich bin noch nicht zu Ende und ich habe genauso viel Luft wie die BNR-Herrschaften da. Und die müssten das doch wissen. Was ist denn mit ausländischen Clans in Berlin? Was ist mit südosteuropäischen Organisationen? Glauben Sie, dass die sich von ein paar Rockern das Geschäft und die Macht wegnehmen lassen? Das kann ich Ihnen wirklich sagen. Weil da haben sie nämlich ihren Krieg verloren. Da haben sie aufgegeben und deswegen wird jetzt eine Minderheit eigentlich verfolgt. Weil die plakatieren sich. Da wissen sie, wo sie sind. Die können sie kontrollieren und da können sie noch die starke Macht darstellen. Das erinnert mich so ein bisschen sehr stark an früher. Ja? Vielen Dank, wo Sie uns sagen, dass wir den Krieg verloren haben. Ich finde es immer ganz spannend. In der Jugendkriminalität, bei Politikern. Ich würde bei Ihrem Vorwurf, Herr Berg, ja ganz gerne mal bleiben und Herr Pilke fragen, was werfen Sie denn? Nee, wir können nur eins nach dem anderen machen. Sie werfen Herrn Pilke ja was vor. Und deswegen würde ich das gerne fragen. Ich war zwischendurch zwei Runden lang ruhig. Und alles, was Sie haben, sind ja nur Spekulationen und Annahmen. Weil sonst verhaften Sie sie doch. Gehen Sie doch hin. Das ist doch alles nur von Ihnen immer gesagt. Wir nehmen an Dann wollen wir mal nicht annehmen, sondern konkret werden. Herr Pietke, was werfen Sie denn konkret den Bandidos und den Hells Angels vor? Nein. Konkret. Herr Berg, jetzt ist Herr Pietke dran. Naja, nächster Abend wieder rum. So ist das. Die sämtliche Kenntnisse, die wir haben über diese Strukturen, sagen, dass es um das illegale Verdienen von Geld geht, dass es um Marktanteile geht bei Drogen, bei Waffen, bei Prostitution, mindestens die erst beiden genannten sind illegal. Ein ganz klarer Verstoß gegen unsere Rechtsordnung. Und das kann man auch nicht banalisieren, wenn man jetzt auf Versagen in anderen Bereichen abstellt. Es geht heute Abend um die Rockerkriminalität und da hilft es nun überhaupt nicht weiter, in anderen Bereichen ebenso Verstöße zu suchen. Und das Zweite, was man vorwerfen muss, da tun welche so, als ob sie der Rechtsstaat nichts anginge. Da tun welche so, als ob sie mit der Rechtsordnung, wie wir sie kennen,